Herzlich willkommen zu einer weiteren Analyse auf meinem Kanal. Dieses Mal was ganz Neues, was es vorher noch nie so in der Richtung gegeben hat. Denn ich bin letztens auf einen kleinen Instagram-Post gestoßen, der mich ein kleines bisschen neugierig gemacht hat. Und zwar hier von, ich weiß nicht, ob man es einfach nur Coyote ausspricht, ich gehe jetzt mal stark davon aus, von Coyote Official. Die Show beginnt, der spektakulärste Double-Time-Track Deutschlands. Und meine Wenigkeit, die sich natürlich mit Double-Time auskennt, war dann natürlich direkt davon förmlich hingezogen und ich wollte wissen, worum es geht. Also habe ich mal ein bisschen mit ihm rumgeschrieben und so weiter und habe geguckt und er ist relativ überzeugt davon. Jetzt ist es auf YouTube mit Video online gekommen, Coyote x Kopfgeldjäger, was, soweit ich es verstanden habe, sein alter Ego ist, ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, Waterboarding Next Level. Produced by Moritz Schickel, offizielles 4K-Video, da bin ich natürlich mal gespannt. Okay, es gibt anscheinend eine Auktion zu NFTs, wahrscheinlich werden wir darüber noch mehr erfahren. Relativ interessant, der Typ ist auf jeden Fall am Durchziehen und ich bin natürlich gespannt, was uns jetzt hier geboten wird. Dann schalten wir natürlich auch mal auf 4K, so wie es sich gehört. Let's go! Direkt geil mit dem Chor gemacht, du hast hier so ein tiefes was komplementär steht zu dem lauter und deutlich hörbareren was dazu kommt, das interagiert sehr, sehr geil miteinander, plus die, ich glaube es ist eine Flöte, die das spielt, dieses dieses Main Sample, das erzeugt schon richtig Feeling, du hast das Gefühl, da kommt gleich was Ernstes. Geil, und dann noch dieser Chor im Hintergrund, der zusammen mit der Main-Melodie spielt, ist geil. Also nicht mit Chor, sondern dieser einzelne Female-Gesang, der auch am Anfang schon dieses das eingesungen hat, was ich gesagt habe. Das interagiert richtig gut miteinander. Finde ich geil, macht richtig Stimmung. Das Leben eines Auftragskillers lässt sich nicht in Worte fassen. Trottel klatschen oder frohen Schaffens voll gelassen. Knochen knacken lassen auf der Folterkammerplanke. Lasse mich nicht täuschen, wie Owe starten Hasser. Denn der Kopfgeldjäger-Club. Okay, sehr, also technisch gesehen, also da waren jetzt, also da wurden wir quasi mit Reim zugedröhnt. Nochmal gucken, nochmal kurz reinhören. Wäre natürlich geiler gewesen, wenn er jetzt auch noch hier Lyrics drin gehabt hätte, unten. Da hätte ich das Ganze noch ein kleines bisschen, mich ein kleines bisschen besser mit befassen können. Jetzt müssen wir es halt so raushören. Das Leben eines Auftragskillers lässt sich nicht in Worte fassen. Trottel klatschen oder frohen Schaffens voll gelassen, Knochen. Das Leben eines Auftragskillers lässt sich nicht in Worte fassen, Trottel klatschen. Und das letzte habe ich dann nicht so ganz verstanden. Frohen Schaffens vollgelassen Knochen. Frohens Schaffen vollgelassen Knochen. Knacken lassen auf der Folterkammerplanke. Also frohen Schaffens Knochen knacken lassen auf der Folterkammer. Das ist geil. Also viersilbig aneinandergereiht. Aber dieses vollgelassen habe ich nicht, verstehe ich nicht so ganz vom Kontext hier. Ich will jetzt nicht direkt sagen, dass das zweckgereimt ist, aber es, mir schließt sich der Sinn nicht so ganz. Aber bisher finde ich die Reimtechnik ansonsten sehr stark. Lassen auf. Bei der Stimme muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, die klingt sehr rau, sehr, sehr kratzig. Von dem, was ich von seiner normalen Stimme her gehört habe, ist es schon sehr, sehr anders. Der Folterkammerplanke, lasse mich nicht täuschen, wie Owe starten Hasser. Verstehe ich auch nicht. Folterkammerplanke und da, geiler, selbst sechssilbiger Nomenreim, aber ich verstehe nicht, was er meint. Lasse mich nicht täuschen, wie? Täuschen, wie Owe starten Hasser. Klärt mich gerne auf, da blicke ich nicht so ganz durch. Täuschen, wie Owe starten Hasser. Denn der Kopfgeldjäger global unterwegs, garantiert auf seinen Reißmord sich rund dreht. Stichwunden, Pain und Pumpkin-Leiche, du Potze, was mir niemals das Wasser reichen. Denn ich folter deine Mutter und deine Bitch vor deinen Augen. Sie schreit laut, wenn ich sie ins Scheiß versand tauche. Waterboarding, next level, voll ohne Kunde, schreib dir diesen Satz mal hinter die Augen. Killer kann mich keiner kommt deine Killer, denn ich bleibe weiter Nummer 1, der Vater kann man sehen, meine Stimme hat sich schreit. Killer Kontakt, Miral, Vater, deine Fatze hinter, alte Stolze, Patzig, Sarah. Nur du feiger Parasit, leidest aber deep. Okay. Das jetzt zu zerpflücken wird schwierig, weil das so viel auf einmal ist. Potze, was mir niemals. Warte, wo steigt er ein? Kopfgeldjäger global unterwegs. Kopfgeldjäger, hab ich den Reim leider nicht verstanden. Und die hat auf seinen Reißmord sich rundreht. Stichwunden, Pain und Pumpkin-Leiche. Du Fotze, was mir niemals das Wasser reichen. Denn ich wollte. Sofort, so wirst mir niemals das Wasser reichen. Okay, da haben wir auf jeden Fall 32. Flow. Also das sind keine Triolen, das ist richtiger, durchgängiger Double Time, den andere schon als Triple Time bezeichnen würden. Jetzt ist es natürlich so, ich finde die Wortwahl ein kleines bisschen schwierig zu Double Time. Weil erstmal, warte, wir hören nochmal rein. Garantiert auf seinen Reißmord sich rundreht. Das habe ich leider nicht verstanden und dann kommt. Stichwunden, Pain und Pumpkin-Leichen, du Fotze, was mir niemals das Wasser reichen. Pumpkin-Leichen, Wasser reichen, auch cool, aber dann kommt. Das ging sogar? Pumpkin-Leichen, du Fotze, was mir niemals das Wasser reichen. Denn ich wollte deine Mutter und deine Bitch vor deinen Augen. Sie schreit laut, wenn ich sie ins Scheiß versand tauche. Waterboarding, next level, voll ohne Kunde, schreib dir diesen Satz mal hinter die Augen. Killer kann mir kannst ja keine. Schreibt ihr den Satz hinter die Augen? Ich glaube, man schreibt sich sowas hinter die Ohren. Oder ist das der Joke? Auf jeden Fall, ja, wir haben hier jetzt ein Wirrwarr gehabt mit Reimen, die ich herausgehört habe, die gut waren, die wirklich gut waren.
Ich fand das Double-Time-Geflexe halt teilweise ein kleines bisschen undeutlich. Wenn ihr meine ersten Double-Time-Tracks hört, die ich hochgeladen habe, sprich Rap in den Gen 1, Rattengift oder auch auf Knock Knocks auch noch ganz schlimm zu hören, da ist der Double-Time auch noch sehr, sehr, na doch, man kann schon sagen, sehr undeutlich. Und es liegt auch teilweise an der Wortwahl. Da habe ich sowas gerappt wie, das hier geht an alle Penner, die meinen, sie können dann einfach so weiter in meine Musik labern. Das ist einfach eine Wortwahl, die ist nicht so super, denn es gibt bei 32. Double Time ja ein paar Regeln zu beachten. Einerseits ist es vorteilhaft, wenn Vokal auf Konsonant folgt. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber das habe ich schon mal in einem Alligator-Video erklärt, warum das sehr, sehr wichtig ist. Und wichtig ist halt auch die Wortwahl bei der Vershebung, denn bei diesem 32. Double Time ist es so, die erste Silbe ist betont, eine unbetont. Daraus ergibt sich diese Hebung. Da ist es natürlich auch wichtig, jedes Wort, das es halt so gibt, hat betonte und unbetonte Zählzeiten. Das finde ich schon ein bisschen krass, darauf zu achten, dass unbetonte und betonte Zählzeiten mit den Zählzeiten im Raster matchen, wie ich es gerade erklärt habe. Das ist schon ein bisschen krass, aber worauf ich achten würde, ist zum Beispiel, das habe ich auch bei Blut sehen, auch einem Song von mir, was gleichzeitig meine JB-Quali war, komplett falsch gemacht, dass auf die unbetonte Zählzeit der Anfang von einem neuen Wort liegt, der betont wäre. Zum Beispiel, wenn du ich komme rein, Double Time würdest. Ich komme rein. Dann ist es Kacke. Warum? Weil das Ich ist betont, ist super. Und dann kommt das Kommen von Komme schon danach als unbetontes Wort, wobei das stark betont werden müsste. Es müsste betont sein. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen und das ist keine Raketenwissenschaft für euch. Und dann geht es ja weiter. Dann kommt wieder eine betonte. Und das wäre das M, was eigentlich unbetont wäre. Und dann das Rein, was dann unbetont ist. Darüber kann man sich dann wieder streiten. Aber das ist was, worauf man dann noch achten sollte, was ich auch eher in meinen neueren Tracks tue. Und das hier zu zerpflücken ist schwer. Er macht es mit Vokal und Konsonant schon sehr gut, aber ich glaube, bei der Vershebung könnt ihr noch ein ganz kleines bisschen drauf achten. Ich nehme dich voll, deine Mutter und deine Bitch vor deinen Augen. Sie schreit laut, wenn ich sie ins Scheißhäuser tauche. Waterboarding, next level, voll ohne Kunde, schreibt dir diesen Satz mal hinter die Augen. Killer kann mich ganz erkennen, kommt deine Killer, denn ich bleibe weiter Nummer 1, der Vater kann man sehen, meine Stimme. Das ist auch so. Das will er durchrappen, durchflowen, aber es stockt manchmal. Es stoppt manchmal einfach ein kleines bisschen. Und dieses Stopper kenne ich. Dieses einfach durchziehen ist scheiß schwer. Es ist wirklich sackschwer. Das habe ich mir auch erst nach ewigem Üben abtrainiert, indem ich immer Double Times von San Diego durchgezogen habe. Wir sprechen hier von Monaten, wirklich. Das hat ewig gedauert, bis ich das mal raus hatte. Schreib dir diesen Satz mal hinter die Augen. Killer kann mich ganz erkennen, kommt deine Killer, denn ich bleibe weiter Nummer 1, der Vater kann man sehen, meine Stimme hat die Schall. Killer Kontakt, mir Ralf, hat deine Fatze hinter, alte Stolze, Party, Sarah. Nur du feiger Parasit, leid es ab. Weil ich finde, er hat es eigentlich gut geschrieben. Vom reinen Rappen, dieses Dabba Dabba Dabba, hat das ja auch verstanden. Und die Stimme ist auch noch stabil, das ist auch wichtig zu erwähnen. Seine Rap-Stimme behält er bei. Also die ist konstant, der flacht nichts ab, er wird nicht leiser oder so. Es ist nur wirklich so, dass er manchmal stockt. Hat er deine Fatze hinter, alte Stolze, Party, Sarah. Nur du feiger Parasit, leid es ab. Die ist auch geil, so wie manchmal diese Brass-Samples reinkommen. Das finde ich auch geil bei dem Beat. So dieses Du. Ihr versteht, was ich meine, oder? Wenn jemand ganz laut in die Posaune bläst, das klingt einfach mega. Die Maske, Alter, hast du dir die eigentlich machen lassen oder gibt's die so? Auch interessant. Generell, dieses Kojoten-Ding habe ich, glaube ich, so noch nicht gesehen. Kannst du ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls du das hier gucken solltest, was du damit verbindest oder was es damit auf sich hat oder keine Ahnung. Wie man sich noch ein bisschen mehr mit dir befassen kann. Kannst ja der Community ein bisschen was hinwerfen. Diese kleinen Passagen waren cool. Also ganz kleine, also quasi 4 Silben, 32. und dann die letzte Silbe raus. Und dann das gleiche direkt, also dann kleine Pause und dann direkt nochmal. War cool. Feiger Parasit, leidest. Das ist auch schon wieder schwierig zu Double Time, finde ich. Aber es geht noch, wenn das Wort danach direkt ein Vokal, also wenn nach diesem St von leidest ein Vokal kommen würde. Feiger Parasit, leidest aber dieb, leidest. Ah, dieses T ist schon ekelhaft auszusprechen. Da kam sogar ein Vokal mit diesem A, aber danach, aber irgendwie will es nicht so ganz rund klingen. Nur du feiger Parasit, leidest aber dieb, bist fasziniert, wie ich immer so scheide, balanciert, doch warte ab, ich. What? Bist fasziniert, oh, und dann kommen diese Schlaute. Also ich würde es echt vermeiden, Schlaute und so weiter in Double Times zu verwenden. Man versteht es halt leider nicht so gut. Deine Kelle berührt sich, wenn Väter anfühlt, ob deine Seele entführt. Waterboard. Also reimen kann er ja wirklich gut, das muss man echt sagen. Also Taktgefühl hat er, wie man reimt und so weiter. Alles top. Und vom Timing her sitzt der Double Time ja auch. Es ist nur noch die reine Aussprache. Next level. Und vielleicht halt wirklich die Art und Weise, wie er noch. Also von der reinen Phonetik müsste noch ein bisschen umgeschrieben werden, dass der noch ein bisschen flüssiger von der Zunge geht. Es muss nicht arg versimpelt werden, aber schon. Also so arge Schlaute und St und so weiter. Sowas. Würde ich schon rauslassen. Kind, das ist eine Todeswarnung. Stolze Haltung bei der Folter ohne Spannung. Schockbehandlung. Kopf
Bürgergeldhymne. Statt der Attraktion sind Hauptung Opfer singen im Kanon wie ein Knabenchor Gesangsclub. Waterboard. Ich mag die Melodie von dem Beat echt gerne, muss ich sagen. Next Level. Und das Bild ist ja auch extra gesprayt worden da hinten, ne? Das ist das Graffiti hier ist wirklich original dafür, so wie ich es verstanden habe, auch sehr stark. Kid, das ist eine Todeswarnung, Folter ohne Achtung, Fatzen sterben jung, Ochsenschlachtung, Kopfgeldgatt. Nochmal? Das ist eine Todeswarnung, Folter ohne Achtung, Fatzen sterben jung, Ochsenschlachtung. Ochsenschlachtung und Todeswarnung, auch schön gereimt. Das Wort Fotze ist auch so ein richtig ekliges Wort, das sage ich so ungern. Warum sterben die Jungen bei einer Todesschlachtung? Wen meint er damit? Meint er den, wie bei einer Ochsenschlachtung vor allem, weil ein Ochse ist ja männlich, also komisch. Achtung, Fotzen sterben, Jung, Ochsenschlachtung, Kopfgeldgattung, einmalig wie die Schrotbehandlung, zolle mir hoch. Aber das Ding ist halt auch, Kopfgeldgattung und Schrotbehandlung sind so zwei Wörter, da würde ich dann sagen, das grenzt arg an den Zweck rein, weil das halt wirklich... Das sind schon Neologismen, da kann man nicht sagen, dass es die Wörter wirklich genauso vorgegeben hat. Wie eine Mafia-Boss-Bestattung. Bossbestattung, Mafia-Bossbestattung, auch wieder cool. Einmalig wie die Schrottbehandlung, zolle mir Hochachtung wie eine Mafia-Boss-Bestattung. Weiter geht die Reise über Alpen, Gletscher, immer mit dabei, das Falken am Messer, kaltes Wetter, bindet aber alle, du bist wie ein paar. Wie gesagt, das Gefühl, wie man Double Time setzt, das hat er allemal wirklich. Es will nur nicht recht flüssig und stimmig klingen. Weiter geht die Reise über Alpengletscher. Weiter geht die Reise über. Auch wieder cool gereimt, muss man wieder sagen. Alpengletscher auf das, was kommt. Er hat halt auch so einen Tick für Nomenreime und den teile ich auf jeden Fall hundertprozentig. Weiter geht die Reise über. Weiter geht die Reise über. Vor allem, es ist auch von dem, was ich über Vokale und Konsonante gesagt habe, passt es auch eigentlich. Aber irgendwie hapert's. Und ich könnte es auch nicht wirklich viel besser rappen. Das klingt irgendwie einfach nicht so gut. Immer mit dabei, das Falken am Messer. Immer mit dabei, das könnte man aber schon, das könnte man eigentlich schon besser rappen. Immer mit dabei, rappt da auch besser. Kaltes Wetter, bindet aber alle, du bist wie ein Pantleger in Flammenwäldern. Das habe ich ja nicht verstanden. Breite Schrecken über ganze Länder, den Serum, meine eloquenten Texte auf die Takte schmettern. Handel besser, das Leben deiner krassen Members ab heute erledigt, solo Schlacht am Metzger. Okay, jetzt hat er doch, klar. Sorry, dass ich das, falls es jetzt für die einen oder anderen so kleinlich wirkt, dass ich hier jede Zeile auseinandernehme. Das ist so ein... Es ist ein Tick von mir, jetzt kann ich nicht aufhören. Ich glaube, ich sollte es jetzt auch ein bisschen mehr durchlaufen lassen. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Jetzt war es nämlich wieder ein bisschen genuschelt. Falls mir jetzt aber noch was Sickes auffallen sollte, werde ich auf jeden Fall Stopp drücken. Aber dieser Penner konnte keine anderen reden über Gangster, die Düte daran teilen. Nur aus Familie agitisch, wenn du falsch bist, du filmst deine Vater von den Augen deiner Eltern, die das Ganze ja bezahlen. Also heute. Von den Augen deiner Eltern, hat er nicht auch vorher irgendwas gesagt in der Richtung? Nee, weiß ich nicht mehr, aber ich find's... Finde ich aber auch cool, wie der dann wieder durchzieht. Reden über Gangster, die Tüte daran teilen, nur aus Familie agitisch, wenn du falsch bist, du filmst deine Vater von den Augen deiner Eltern, die das Ganze ja bezahlen. Also heule nicht, sondern beuge dich, wie die Deutschen sich vor den Preußen prinz und trenne deine Frau. Also heule nicht, sondern beuge dich, so wie die Deutschen vor dem Preußenprinz? In den Augen deiner Eltern, die das Ganze ja bezahlen. Also heule nicht, sondern beuge dich, wie die Deutschen sich vor dem Preußenprinz und trenne die Deutschen sich vor dem... Ich glaube Preußenprinz, oder? Ist auch cool. In einer Fresse, ja, du Penner, Landes hat der Verdacht auf dem Beton, Schleuder. Übrigens, an der Stelle nochmal Shoutout an Wilhelm II. Absoluter Spasti, wirklich. Deutschen sich vor dem Preußenprinz und trenne in einer Fresse, ja, du Penner, Landes hat... Bismarck hat geruled. Der Verdacht auf dem Beton, Schleuder. Heute alle Penner, die die Kids mit Doppel liefern oder offen gut die Strung, als ein Wunder hier betiteln. Deine Fake spielen Blut, deine Fresse zieren nun. Ein paar Dritte bist du Bastard auf der Welt in Frieden ruhst. In die Vorderkammer wirst du deine... Deine Fresse zieren nun. Fresse ist schon so ein... Fresse zieren nun. Würde ich nicht Double Time. Es ist eigentlich fast schon dazu prädestiniert, dass es nicht schön klingt für ein Double Time. Also solche Laute, wirklich, die machen es meiner Meinung nach einfach ein bisschen kaputt. So was wie D, G, L, P und so weiter. Sowas ist ja wirklich super dafür. Aber wirklich solche extrem schwierigen Laute sind halt einfach der ganzen Sache nicht dienlich. Das ist der Grund, warum sehr viele Leute auch sagen, Amerikaner haben es leichter zu Double Time, weil die solche Laute in der Form einfach nicht so stark haben wie wir in der deutschen Sprache. Da müssen wir halt wirklich ein bisschen mehr suchen, bis wir die Wortketten finden, die passen. Deine Lebzeit nicht verlassen, mein Wort in Gottes Ohr, darauf kannst du dich verlassen, denn ich will und bleibe euer Jäger, denn ich hab heute nur noch Folter, was ja wie John Travolta. Das war jetzt von der Wortwahl besser, das konnte man auf jeden Fall mehr verstehen. Supporting Next Level Kid, das ist ne Todeswarnung, stolze Haltung bei der Folter, ohne Spannung, Schockbehandlung, Kopfgeldhymne, Start der Attraktion, sind Hauptung, Opfer singen im Kanon wie ein Knabenchor, Gesangsclub. Waterboarding Next Level Kid, das ist ne Todeswarnung, Folter ohne Achtung, Fatzen sterben jung, Ochsenschlachtung, Kopfgeldgattung, einmalig wie die Schrottbehandlung, zolle mir Hochachtung wie ne Mafia-Boss-Bestattung. Von der Betonung her ist es ja schon ganz gut. So dieses Mafia-Boss-Bestattung, so wie er da nochmal Schwung hat, das ist cool. Aber an sich, das ist nur eine Präferenz selber. Es könnte noch so ein kleines bisschen mehr Attitüde haben. Ich weiß nicht, das klingt so wie Stimme gefunden, aber mit der Stimme spielen ist noch nicht so ganz ausgeprägt. Da bin ich natürlich gespannt, was in Zukunft noch kommt, Alter, weil das kann ja nur nach oben gehen. Und Reime hast du auf jeden Fall raus.
Stopp mal. Falls du schon mal ein Video von mir geguckt hast und den Stuff feierst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dieses Ding hier liken würdest. Und was ich am meisten feiern würde, ist, wenn du dir hier unten den ersten Link gibst, da kommst du zu mir auf Spotify und siehst meine Songs und kannst dir da mal ein paar Dinger von mir geben. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Schönes Schlussbild auch, wie das nochmal aussieht. Da hat mir der Beat direkt nochmal die Sprache verschlagen. Ist echt ein Top-Teil. Sehr stark. Ist auch gut gemischt, wirklich. Kannst du nichts sagen. Also dann, kriegt ein Like von mir. Macht auch außerdem noch Fitnessvideo, das fühle ich auch übertrieben, Alter. Ich mache auch 3-4 Workouts, bin gerade in meiner Definitionsphase. Falls du auch schon mal gemacht hast, Alter, dann weißt du ja, was das für ein Leiden ist. Okay, aber auf jeden Fall sehr, sehr lieber Typ. Wirklich, ich kann über ihn selber echt nur Positives sagen. Das war meine Reaction auf ihn. Wenn ihr mehr Reactions auf Leute wollt, die jetzt nicht so extrem riesig groß sind, wie zum Beispiel ein Kollege oder ein Alligator, sondern einfach mal meine Meinung zu upcoming Artists haben wollt, stehe ich gerne zur Verfügung, schlagt auch gerne was vor. Johnny hat mir auch einen anderen Artist namens Rekin vorgeschlagen, der auch einen sehr, sehr guten Track gemacht hat. Meine Fresse, der ist auch schon ein halbes Jahr alt mittlerweile. Den werde ich mir irgendwann auch reinziehen. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Disco-Nacht im Artemis, schwarzes Licht, harte Drinks, Hacke dicht, aber ich tanze bis der Tag anbricht. Oh yeah, leckter Backenbiss, fette Action mit Disco-Speed, POV, bester Rapper in diesem Spiel, viel zu viel. Abgefuckte Scheiße in meinem Kopf.